Hey, warum so Rise of the Tomb Raider? Weil vergeht's dann wohl mal. Aber sehr schnell tief. So die Bestätigung glaube ich noch nicht. Ich muss mich bewegen. Das kann ich mich daran erinnern. Okay, also. Der Schnee irgendwo aufgehört hätte schon, aber. Der Schnee ist so schon so lang, das kann ich glaube ich in Deutschland noch nicht, also. Mich daran erinnern. Okay. An der Feuerstelle. Okay, jetzt Feuer machen. Das ist ja wohl schlau, da war. Ja, jetzt Feuer mit X, wie man hier ist. Feuer ein Unterschlupf. Okay. Sorry. Nein, ich muss bald niesen. Okay, das könnte gehen. Nicht genug für die Nacht. Ich muss mehr sammeln. Trocken genug zum Brennen. Hoffe ich. Einer der besten Feuerhülsen haben, würde ich sagen. Noch frisch. Kein Fleisch, aber vielleicht irgendwas Nützliches. Oh fuck. Zurück zum Camp. Okay, jetzt wäre die Höhle eindeutig schlauer. Ach, der Unterstand. Ist auch schon eine gute Idee. Hatte schon Ort zum Schlafen für die Nacht. Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. Klar, Trinity auch wieder hier ist. Ach, der Bogen. Tja, der Wutheitsbogen, der Top Raider so oft hat. Ich brauche einen stärkeren Bogen. Wäre dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. Bist du jetzt fertig? Danke. Also, ich habe jetzt den Testzustand auf 40 Minuten. So. Start. Ändern Sie Lavas Kleidung, damit sie besser für Ihr Abenteuer gerüstet ist. Mehr Aufsicht verfügbar und mehr Fortschritt im Spiel durch Abschied bestimmter Missionen freigeschaltet. Manche Outfits enthalten Gameplay-Vorteile. Möchten Sie Ihr Outfit in Basislagern mit L1 und R1? Eine Strategie wechseln. Jetzt haben wir den Bogen. So, was kann ich verbessern? Mit Wurfarme. Über den Schaden. Es sind doch viele andere Verbesserungen, aber. Die können wir uns noch nicht leisten, von daher verbessern wir halt die Wurfarme. So, machen wir mit der Bogen schon mal mehr Schaden. Ah,
Waffen wechseln. Im Waffenmenü kannst du zu verschiedenen Waffen desselben Typs wechseln. Er verfügt über einzigartige Statistiken und Upgrades für die individuellen Kampfführungen. Im Waffenmenü könnt ihr zwischen verschiedenen Waffen desselben Typs wechseln. Jede Waffe verfügt über einzigartige Statistiken und Upgrades, die für ein individuelles Kampfgefühl sorgen. Was auch jetzt haben wir? Spreber. Helles Felloberteil mit einem grauen Schal. Ideal für Jagd ins Schnee. Outfit Bonus. Tiere, die keine Raubtiere sind, erschrecken sich weniger leicht. Was sich zu einem leichten Beutel. Schau, wie es aussieht. Okay, jetzt haben wir noch. Alpha-Raubtier. Schwere Bärenfelljacke. Verziert mit den Klauen besiegter Feinde. Outfit-Bonus. Der Schaden durch Raubtiere wird gesenkt. Wie sieht das aus? Oh, auch nicht schlecht. Was haben wir noch? Nachtschatten. Tarnkleidung. Aus verschiedenen exotischen Fällen. Ein einfacher Schal sorgt für Wärme. Outfit-Bonus gewährt die Chance, eine exotische Tierressource für einen gewöhnlichen Tier zu erbeuten. Mal schauen, wie das aussieht. Ja, sieht auch nicht schlecht aus. Unsterblicher Wächter. Antike dunkle Metallrüstung. Mit einer Bärenfellkapuze. Tracht der Elitewächter von Kitesh. Outfit-Bonus. Reduziert Schaden durch griechisches Feuer. Sieht auch ziemlich krass. Sieht schon ziemlich krass aus. Ich will jetzt vorziehen, zumindest am besten. Was Westchen der Hoffnung, aber es tun die Hoffnung, wie es ausspricht. Zusammenstellung aus gewebten Kettenhemd. Dicken blauen Shirt und exotischer Pelzkette. Outfit-Bonus. Als Abfangpfeil reduziert ab und an nicht die Menge verfügbarer Munition. Also ich persönlich muss mal sagen, eigentlich ausreicht der Abfang nicht feierbar. Ich werde der Ausrichtung am besten gefällt, vor Aussehen her zumindest. Okay, jetzt bin ich nicht zwischen dem und dem anderen. Voraussehen zumindest, muss ich mal schauen. Antike Vorhut, gewebtes Kettenhemd mit langärmigen Strickshirt und Lederriemen. Solider Schutz für jedes Abenteuer. Outfit-Bonus reduziert die Verzögerung, bevor die Gesundheit nach Schäden wieder regeneriert. Okay, jetzt hier wäre es ungefähr so wie bei den anderen. Schattenläufer. Komplett schwarze Kleidung. Mit Taktikweste und passender Kappe. Outfit-Bonus als Abfeuern von Kugeln und Patronen. Reduziert ab und an nicht die Menge der verfügbaren Munition. Okay, er ist halt okay. Also, ich sah ja vorgefallen, mir auf jeden Fall schon mal besser. Sibirischer Waldhüter. Grünes, langärmiges Shirt und eine leichte Taktikweste. Praktische Kleidung, sowohl für Erkundungen als auch Kämpfe. Outfit-Bonus. Erhöht die Tragweite für die Spezialmunition. Okay, sieht auch nicht alles schlecht aus. Lederjacke. Graues Feldschirm mit Kapuze unter einer dunklen Lederjacke. Letzte Kleidung allein. Und für ein einfaches Leben. Na, ist eher für Alltag gedacht, würde ich sagen. Expeditionsjacke. Moderner Wintermantel mit Wärme, Schutz, Rot und Schwarz. Effekt fürs Besteigen und andere Extrembedingungen. Das ist aber, ich denke. Da hat sie einfach getan. Okay, schauen wir, ob es sich am liebsten mochte. Also, der Vorteil, aber zu. Das werden wie.
Regeneriert, ja, das ist schon mal gut. Wo ist hier den Schaden durch riesiges Feuer? Ja, ich glaube, ich fühle mich so am besten von allen, von dem ich der Fall jetzt einfach mal. So, wie ich Kriegerin, was für welche Namen wir denn? Okay, Kämpfer, Jäger und Überlebender. Also, Kämpfer, Nahkampf und Heilungs. Fähigkeit, ich glaube, ich werde alles so nach und nach so möglich leveln. Jäger, Jagd und Plünderungsfertigkeiten, Überlebender, Teilungs- und Überlebensfähigkeiten. Also momentan ist ja von Jäger und Überlebender gleich viel und da gibt es mehr als Kämpfer. Also ich fange Überlebender an, so dass ich vor allem gleich noch zu erlernen habe. Eine Herstellung. So. Und dann, auf geht's. Blutbande freigeschaltet. Der erste Unterhalt. Blutbande wurde freigeschaltet. Kann jetzt das Hauptmenü geöffnet werden. Okay, schauen wir später nochmal nach. Erstmal gehen wir weiter. Jagd. Erjagen und häuten die Tiere, um Ressourcen zur Herstellung von Ausrüstung und Aufwärts zu erhalten. Pfeil verschießen. So hier ist hier R2, um geräuschlose Pfeile zu verschießen. Halten Sie jetzt zwei Schritte, um den Schuss zusätzlich aufzuladen. Okay, gut, okay, mal schauen. Ach, wieder Hirsch. Wenn er gemerkt. Diese Ruinen hier. Mongolisch. Trinity. Sie sind hier. Ah, Mist. Zentrale. Hört ihr mich? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Was war denn das? Wahrscheinlich ein Bär, würde ich mal schätzen. Na toll, wieder Hirsch. Na egal, muss ich mal einmal schauen. Was ist denn da so? Ein Überleben Versteck in der Nähe. Finden Sie sich die Ort Versteck? Forschen, Nein, also. Was haben wir hier drin? Eine Krone von einem der Prinzen von Kiew. Wie ist sie bloß hierher gelangt? Suchen, um versteckte Informationen zu finden. Okay. Also irgendwo muss doch was sein. Also hier scheint nichts zu sein. Vielleicht sind wir Seite was. Komm schon. Er müsste versteckte Hinweise sein. Ist so ein Symbol. Und die Bescheid, okay, scheint über Tresebo zu sein. Ihr Besitzer hat sie bei seinem Tod getragen. Ah. Das wissen wir jetzt. Und nun. Alter, jetzt Nester hier. Soll ich sie runterschießen oder was? Ich probiere es gleich mal aus. Haben wir das gebracht? Was haben wir denn da? Achso, Federn.
Mit Fehlern können sie Waffen verbessern und Pfeile herstellen. Gut zu wissen. Hals können sie mit einer Waffe verbessern und Pfeile herstellen. Okay, also erst einmal, wo ist es ein Nest? Das ist ja. So, weitere Federn. Das ist erstmal dahin. Wo wir klettern. Aber warum stelle ich hinauf? Um Leiter ist und Astronauten zu erreichen. Okay. Tiefschnee. Schnee verlangsamt die Bewegung und behindert einige Aktionen. Glaube ich gern. Ja, dein Bär. Was heißt so aus, wenn du nicht rechts zu angreifen? Ja, okay. Auweia. Ey, im Bär will ich vorerst mal los. Ah ja, die Vergangenheit. Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. Tja, Charles, ich werde nicht beliebt. Ich muss die Wunde verbinden. Was denn? Handelsmuster, Kräuter und Stoff. Um eine heilende Salbe herzustellen. Diese Blätter sollten die Blutung stillen. Ich brauche einen Verband. Bären zu besiegen. Na super.
Als Chef wird ja wohl nicht gehen. Diese Pilze sind Fliegenpilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Auf geht's, Lara. Dann wird ein wenig. Bewährungsgut können Sie in einer Waffenbesserung unter. Wow. Hätte ich vergessen, das zu lesen. Mist, ey. Pistole ist ja eindeutig leichter. Ein Instrument ist hier ständig. Versteh's nicht. Ach, hey, doch was zu holen. Versteck. Begraben über den Versteck enthalten eine Auswahl an Ressourcen. Okay. Was haben wir hier? Also ich sie im Zentrum entdeckt. Okay. Gipfel Upgrades. So. Boah, blödes Handy, steh jetzt. Manchmal. Okay, was habe ich jetzt raus nicht einmal? Das war was. Aber dahin später erstmal hier halt absuchen. Das da war es vorher. Jetzt wird noch mehr. Da hinten. Man sieht, ja, stellen Sie das mal sehr spezielle Schaufelmunition und Sprengladungen her. Das wären wohl alles, hier ist aber mehr Adam. Was haben wir denn da? Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich. Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Lass dich eigentlich anders. Ja, aber das hat auch geschafft. Trinity überleben. Da entlang. Hm?
sollte ich doch etwas anfangen können. Also, ihr Fell aus. Ich sollte ins Camp und es versuchen. Mongolische Schrift. Kann sie nicht recht entziffern. So, okay. Ein Tier entkommt mir, bevor ich sie angreife. Außer der Bär, der mich verscheucht. Oh, das nicht, oder das kann ich, jetzt habe ich ja erfehlt. Okay, so. Okay, Munition. So, Giftpfeile. Hier noch herstellen. Ach, so, also fehlt mir eigentlich ein Zeug, ich verstehe. Kann ich noch was upgraden? Ah, es erhält die Haltezeit. Nordpolmelider und um den Nordpolmelider umwickelte Bogen reduzieren die Finger. Spannung für zusätzliche Haltezeit. Ein paar bei einem Bögen. Super. Fähigkeiten? Ne, so, ach nee. Dann will ich Jäger verbessern. Falle hier, für den langen Sie eine Chance zu plündern, vor ich Bügel erledigte Feinde Feile zu bergen. Warum nicht? Ausruhen. So kalt, so müde. Da war es bei einem wärmeren Ort kommst. Nein, du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zu bedeutend. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen, nach allem, was ich für dich getan? Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages wirst du es verstehen. Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Wow. Shit. Na los, wir haben sie. Weiter! Los! Lauf schon! Schnappt ihr euch! Es wird sie erledigt. Au, au, ich habe ein Lars Lager entdeckt.
Paladins melden. Wie ist die Lage? Over. Hier ist noch ein Cap. Das Feuer war noch warm. Sie können nicht weit sein. Du weißt nichts mehr. Wünsche, um hier dicht zu werden. Zentrale, wir schwärmen aus, um die Spur aufzunehmen. Roger, aber sie scheinen sich zurückgezogen zu haben. Das Primärziel ist, das Du verreist nichts. Okay, gut, soweit so gut. Streicher kämpfen, so nicht. Entwicklerdaten. Ich soll wie ein Entwicklerdaten vorbeischleichen und kämpfen? Alles klar. Shit. Macht Meldung. Die Einheimischen haben Seilfallen gestellt. Wir haben geplant, dass wir ihnen folgen. Okay, mal schauen, was du dabei hast. Und die Leichen von drei toten Feinden nach Ressourcen. Waffe weg. Wird schließen sie als Farbe OP und Credits verdienen. Weil wir an die Schwelle nicht habe. Kann ich auch finden, obwohl, weil ich fest befinden, weil wir hier im Gebüsch sind. Versucht die Anlage reinzukriegen. Beim letzten Signal wurden sie angegriffen, dann kam nichts mehr. Das war kurz nachdem uns die Einheimischen bei den Ruinen erwischt haben. Dann kam ihr Rückzug von der Anlage. Das war eine organisierte Bitte. Sie wollen uns aufteilen. Die Spionage-Crew hat das versaut. Das sind keine Bauern. Ja, das ist Guerilla-Taktik. Die wussten, dass sie das Funksystem angreifen müssen, sobald wir hier waren. Shit. Wir brauchen ein Aufstandsbekämpfungsprotokoll. Das sprengt den Zeitplan. Konstantin wird nicht begeistert sein. Angriff! Wir werden angegriffen! Schwärmen wir aus. Okay, schaut der Blutbus, um hinzukommen. Alle Teams Augen offen halten. Die Einheimischen haben mir bald Fallen gelegt. Hier? Wir machen uns bereit. Ich war auf dem ersten Flug nach Sibirien, um die alte Sowjetanlage zu schützen. Jetzt kommen jede Minute mehr an. Konstantin hat für die Neuen eine Rede gehalten. Ich habe mir das angesehen. Ich höre ihm gern zu. Wird nie langweilig. Der Glaube war nie was für mich. Das waren immer nur Worte. Das hier ist mehr. Es ist die Wahrheit. Ich war kaputt, aber Trinity macht uns wieder ganz, gibt uns ein Ziel. Eine neue Welt wartet. Selbst die, die nicht glauben, werden eine Rolle spielen. Naja, was glaubst du, das ist deine Sache. Ach. Mensch, ich hätte vielleicht ein Saugenster. Habe ich ein Saugenator in die Luft jagen? Okay.
Er ist noch da. Muss ich mit dem Bär anlegen. So wie es aussieht. Au. Aber er hält mich abfeuern. Weil ich die giftigen Pfeile abfeuere. Ah, wir sind dort. Zu eng zum Kämpfen. Ich locke ihn raus. Er stirbt, wenn ich erflickst. Hätte noch aushalten. Geht doch. So. Stellen Sie in der Band für... Das Band für Ohren für die Ausrüstung spielt sehr auf, bis zum Besitzer Waffen hier. Werde ich jetzt Pferd nehmen? Ah, so, wirklich. Okay, weiter geht's. Okay, ja, weiß ich schon, was ich hier rein sollte. Alter, ist das, was alles gibt? Eine Pistole. Stemmen Sie Tun auf, um Waffenteile und Upgrade-Werkzeuge zu finden. Sammeln Sie alle Teile einer Waffe, um sie in Basisladen freizuschalten. Der Prophet und seine Anhänger sind im Schutz der Nacht gereist, auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen, und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihm Unterschlupf. Und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihm geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. Na super. Jetzt ist mir klar, ist klar. Mädchen, mal weiter was?
Also von nur von dem Wegstab. Ja, super. Verdammt. Was ist hier drin? Was ist hier was zu holen? Der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden. Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen. Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben, aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Chasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil. Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches, aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es, spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. Hier ist nichts mehr zu tun, oder? Nope. Jüdische Wildnis. Oh, von hier aus komme ich ja. Spitze aus Knochen. Sie scheint mongolischer Herkunft zu sein. Mal schauen. Das war ein Pfeifpfeil. Mongolische Schützen feuerten sie auf ihre Feinde ab, um sie zu ängstigen und zu verwirren. Dann wissen wir jetzt schon mal. Okay, es sind nur gute Wetzen. Wenn ich jetzt wieder zurückkomme. Oder? Obwohl ich der Weg lohnt. Ne, wisst ihr was? Brauche ich zu Wetzen. Super. Neues Basislager. Und denn. Auch weiter verfügbar. Viel Kletterangst. Okay. Für das Handy, ich klappe jetzt. Umwickelter Griff. Ein Leder umwickelter Griff verbessert den Griff beim Führen mit einer Hand. Wodurch ich beidhändig ausgeführte Nahkraft. Angriff-Kombos möglich sind, die sogar gepanzerte Feinde niederschlagen. Super! Okay. Schau, haben wir neue Fähigkeiten. Was ist für Überleben noch so? Listenreicher Kämpfer. Pfeile sind durch hergestellte Objekte, die nicht oder außer Gefecht ist, werden bringen mehr IP. Nicht schlecht. So. Kasma, mehr Pfeile. Auf jeden Fall brauchen wir mehr Giftpfeile. Super.
Aber wir fehlen uns noch einige Sachen. Okay. Jetzt sowieso noch mehr als vorher. Was haben wir denn da jetzt? Okay, da ist dein Plan. Mensch, weiß ich das eben, das jetzt. Ja, ein nahegelegener Eingang. Okay, wir jetzt schon finden, auf jeden Fall. Moment mal, also. Deine Wurde ziemlich. Echt effekt unter Wasser. Scheiße, dass er hier irgendwo tief genug dafür wäre. Da würde ich den dann ja weiter oben suchen. Haben schon nahegelegene Eingang. Ha! Weil ich nur wieder Eier, wenn ich Eier auf jeden Fall finde. Eine byzantinische Kriegsgalere. Wie zum Teufel kommt die hier runter? Ein Schiff hierhin. Na, ich weiß auch, wer es hier hinkommt. Will mich da auch fragen. Aber eigentlich will ich das Video schon beendet haben. Von daher, wenn ich dir vorstelle, bis zum nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao.